Warum zur Hölle mache ich neben meinem Bett auf? Oh mein Gott, was ist das letzte Mal passiert? Oh mein Gott, was passiert? Ich weiß es nicht. So. Ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Holen wir uns erstmal den Eisenbarren ab und schauen nach Tulemont einmal. Nein. Nägel oder Eisenstücke? Warte mal, wir schauen mal, denn wir wollten ja heute erstmal den Hof auf Vordermann bringen. Quatsch. Wollten wir den Hof auf Vordermann bringen? Ich weiß es nicht. Was kann ich denn da machen? Was bringt mir das denn? Oh. Oh, deswegen bringt es mir nichts. Ach so, Moment. Ja, was ich heute auf jeden Fall gerne machen würde... Oh, heute ist wieder... Ah, okay. Heute ist wieder einer dieser Tage. So. Wir legen mal das ganze Leichenzeug hier rein. Dann würde ich vielleicht anfangen, gerne... Also, dann würde ich vielleicht anfangen, gerne mal die ersten Kisten zu bauen. Wir schauen einfach mal, was so eine Kiste benötigt. Ja, um einfach so unnütze Sachen oder Sachen, die wir nicht so oft jetzt brauchen. Aha, okay. Wir brauchen Balken, Nägel und ja, Holzteile. Dann würde ich nämlich gerne die allererste unten in unserer Leichenhalle aufbauen. Einfach, dass wir da praktisch das Zeug, was wir jetzt gerade am Anfang noch nicht so gebrauchen können, da unten verwenden können. Weil, wie gesagt, bisher können wir ja noch nicht viel mit den Knochen und dem Fleisch und dem ganzen anderen Zeug machen. So, genau. Und hier waren es jetzt also Nägel, die wir benötigen. Hä? Also, ups. So. Dann kann ich über das Zeug eigentlich auch mitnehmen und gleich da unten reinwerfen, ne? Dafür lasse ich mal kurz die Stöckchen hier. So, und dann tippeln wir da runter, so ganz tüdelüdüthaft. Was bist du denn überhaupt? Leiche hineinwerfen, fix the core patch. Ah, okay, da können wir dann praktisch die Leiche runterwerfen und dann rutscht die hier irgendwo rein. Das klingt auch total falsch. Ah, guck, hier kommst du dann unten an. Aber als allererstes würde ich vielleicht... Du bist Tisch reparieren. Nein, Tisch will ich ja noch gar nicht. Hä? Konnte ich nicht hier irgendwo eine Kiste reparieren? Irgendwie war ich mir ziemlich sicher, ich konnte hier eine Kiste aufbauen. Okay, egal. Dann bauen wir als allererstes mal eine Kiste in unserem Haus auf. Ich meine, im Endeffekt ist ja egal, wo man das ganze Zeug bunkern. Hauptsache, es ist irgendwo erstmal abgelegt. Deswegen machen wir das doch gleich. So. Ich Vollidiot, ich kann Sachen auch drehen. Oh Mann, ey, ich kann Sachen auch drehen, ich Vollidiot. Das hätte uns natürlich ein bisschen Platz da oben gespart, ne? Wenn ich das gesehen hätte, dass ich Sachen drehen kann. So, dann wird das mal ganz schnell unsere Kiste für die Leichen. Ich meine, noch können wir mit dem Zeug nichts anfangen, aber bald werden wir bestimmt etwas damit anfangen können. So, weil hätten wir das ganze Zeug nämlich drehen können, hätten wir jetzt bestimmt auch irgendwo noch das Eisenerzlager hinballern können, oder? Weil einen Steinschneider brauchen wir jetzt nämlich auch. Boah, Alter. Boah, eklig. Eklig. Und du warst, glaube ich, für den Garten, oder? Warst du für die Erweiterung? Ah, ne, okay. Bärenstrauchsetzling. Sowas können wir ja noch gar nicht. So, bevor ich jetzt noch die nächsten 20 Minuten im Kreis laufe, fangen wir mal an, Bäume abzuholzen. Oder einfach wie. Wir gehen auf die andere Seite Bäume holzen. Boah, das nervt mich jetzt, dass ich jetzt nicht wusste, dass man das drehen kann.
Ich meine, sicher, wir bekommen es so jetzt auch irgendwie gebacken, aber trotzdem hätten wir es drehen können, hätten wir das zum Beispiel hochkant hingemacht, dann wäre alles, hätten wir schon viel Platz sparender gehabt. Ja, wenn nicht, reißen wir es eben nochmal ab. Ich glaube, es ist jetzt nicht so wild, wenn man die ein oder andere Sache dann doch irgendwann nochmal abreißt. Im Endeffekt, Hauptsache, wir haben genug Platz. So. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, versuchen wir den Steinschneider, weil ich glaube, bei dem Steinschneider können wir dann nämlich die Holzplanke. Holz markieren? Nee, das wollen wir nicht. Dafür brauchen wir die Planken. So, aber erstmal schneide mal das Zeug klein. Und zwar in Scheide. Denn ich will auch ein bisschen da oben Feuer schüren. Brennholz, 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 genau. So, dann machen wir noch gleich eins hinterher. So, und rein damit. Hä? Okay, so habe ich das halt erstmal in der Hand. Ah, alles klar. Ist jetzt nicht so schlimm. Daraus machen wir jetzt die Balken, die wir benötigen. Ich bin ausgepowert. Okay, wir machen ein Mittagsschläfchen. Denn wenn mich nicht alles täuscht, haben wir ja immer noch ein bisschen zu schaffen auf unserem Friedhof, denn da ist noch nicht alles im grünen Bereich, beziehungsweise ich wollte ja auch dieses eine Grab da oben restaurieren, da müssen wir mal gucken, ob wir da Holz- oder Steinsachen für brauchen. Können wir ja im Prinzip eigentlich gleich mal machen. Ja, mein Freund, ich fühle mich auch erfrischt. Genau, alles klar. Eisenbahn. Und eine neue Leiche. Schönes Ding. Aber die machen wir gleich erst. Denn ich würde jetzt erstmal gerne das hier machen. Ach, und das können wir auch. Technologien. Ich muss ja irgendwie immer mal gucken, dass wir diese Technologien im Auge haben. Wichtige Teile. Oh. Ich weiß immer noch nicht, woher ich diese Geistpunkte bekomme. Leichenverbrennung. Darauf wollte ich eigentlich auch sparen. Steinerne Grabsteine. Das hat alles irgendwie mit Glauben zu tun. Davon haben wir noch relativ wenig. Ich glaube an nichts. Fortgeschrittene Schmieden. Waffen. Steinmetz. Ja genau, dafür brauchen wir den Steinschneider. Da können wir dann das... Ah, okay. Ja, dann heben wir das doch erstmal auf. Was soll ich denn machen? Genau, da noch. Ich glaube, mehr geht eh nicht. Genau, super. Wir schauen mal kurz ins Inventar. Wir haben nämlich relativ wenig Platz und werden wahrscheinlich nicht umhin kommen, erstmal ein bisschen was wegzulegen. Ja, finde ich ganz schön, dass das hier oben so das Gebiet ist, wo, wenn ich das Zeug hier reinlege, ich das direkt raus verwenden kann. Das hat mich nämlich immer bei anderen Spielen so ein bisschen gestört, dass du hast so viel Zeug gebraucht, hast dann aber auch so viel Scheißdreck in der Hand gehalten. Und bis es dann mal fertig war, weißt du, was ich meine? Das ist mega anstrengend. Und dann hast du irgendwo was vergessen gehabt und dann musstest du es wiederholen, dann hast du da was vergessen. Von ich merke schon, wir ziehen immer mehr aus den Leichen raus. Die Sache ist, ob wir damit auch irgendwann mal was anfangen können. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wir können bestimmt früher oder später hier aus... So, und jetzt erstmal Haya Papaya. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können früher oder später aus den Knochen Mehl machen. Knochenmehl scheint ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist meine, das kann auch nur so ein Minecraft-Mythos sein. Aber normalerweise gilt das Zeug eigentlich dafür, dass man damit relativ gut die Erde bestreuen kann, so als düngermäßig verwenden. Die Frage ist, ob das funktioniert. Ich werde jedes Mal müde, wenn ich mich hier ins Haus reinlege. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Leiche, machen wir ein bisschen einen Friedhof und schauen wir, dass wir unser
unser Lager vielleicht ein bisschen auf die Reihe kriegen, auch mit dem Steinschneider und so. Dass wir das praktisch vielleicht alles ein bisschen umstellen, alles ein bisschen drehen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, vom Prinzip her ist es eigentlich egal. Wir können erstmal uns ein bisschen Zeug rankarren und können dann schauen, dass es nach und nach immer mehr klappt. Wo ist mein Bier? Alles klar. Ich habe ein paar Fragen, alles klar. Ich sehe schon, wohin das führt. Ich nehme jetzt erstmal die Leiche mit. Und wenn ich das sehe, gibt es da unten auch mehrere Tische, die du dann theoretisch für Leichen verwenden könntest, würde später. Oh. Oh. Ich hab's noch gar nicht. Aber schau dir mal hier. Dann arbeiten wir das dahin. So, und jetzt sind wir von der Qualität schon höher. So. Ich habe den Friedhof repariert. Ich hatte wirklich in dir den richtigen Eindruck gesehen. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Wärter dieses heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf eine erste Predigt vor. Ha, was für eine Ehre, dich bei denen. Also, du stellst dich einfach an die Kanzel und sprichst die Worte. Welche Worte denn? Die Worte. Haha, eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Ja, genau so und nur so funktioniert das bei einer Kirche. Glaub's mir. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Häng ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musik, Weihrauch, Öl, dich ein für eine schöne Massage. Kurz gesagt, der ganze Kram hilft dir dabei, mehr Glauben zu bekommen und Glaube ist Macht. Neue Technologie. Herstellen ehrliches Gebet. Eine Reihe berührender Worte. Deine Gemeinde wird mehr... Park predige. Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Aha. Möge die Macht mit euch sein. Okay, Star Wars. Haha, nicht übel, nicht übel, aber meine Predigten sind viel besser. Ja, ich bin der Pastor. Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Die findest du bestimmt allerlei komisches Zeug. Er hielt sich nämlich für einen Wissenschaftler. Haha, das kannst du alles wegwerfen. Oh, Blaupause arbeitet, sammeln alte Bücher. Ah, Wissbegieriger. Du gräbst tiefer, findest das Wesen der Dinge. Ein Gegenstand zu studieren verrät dir viel über seine Geschichte. Ich erzähle den Leuten von deiner nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja auch nächste Woche sogar jemand auf. Übrigens, ich als Prior jetzt deine Pflicht, jeden... Aha, eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Crosses verkaufen. Aha. Oh, eine kleine Aufgabe habe ich dann noch für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ha, ich muss jetzt los. Die Luft ist hier so trocken. Das ist nicht gut für meine Haut. Gar nicht gut. Okay. Also immer an diesem Mond müssen wir eine Predigt predigen. Es ist eigentlich gar nicht so geil, stehe ich nicht so drauf. Aber was willst du machen im Endeffekt? Ich meine, wir müssen das jetzt machen. Joch. Okay. Ah, und ich kann dann praktisch hier unten einmal alles zusammenzimmern. Seht ihr das? Ich kann jetzt theoretisch dann überall ein bisschen was ansammeln und dann können wir uns durcharbeiten und die Kirche ist mit den Friedhofsdingern verbunden. Kegelförmige Gefäße. Ja, die haben wir noch nicht. Ah, deswegen wahrscheinlich Glas. Okay, haken wir das auch mal weg. Hallo? Dankeschön. Oh, jetzt hab ich so viel Scheißdreck einstecken. Okay, warte mal. Ich würde gerne das Blut zerstören, den Schädel zerstören und den Knochen zerstören. Das sind so die Sachen, von denen haben wir schon relativ viel. Das Fleisch können wir ja im Endeffekt verkaufen. Komplexe Eisenstücke, alles klar. Was hat er denn hier für uns? Gegenstand untersuchen. Ah, und wenn ich es dann Wissenschaft hätte, könnte ich es untersuchen und dann finde ich Dinge darüber hinaus. Schön, gut zu wissen. Okay, ich merke schon, das Spiel ist weitaus komplexer, als ich irgendwie am Anfang erwartet hat. Also ich hatte schon gedacht, dass da einiges kommt, aber so viel war dann schon. Ich meine, Kirche, Alchemie, etc. Das wird schon echt brachial viel. Guck, und genau, wenn wir den Weg dann freiräumen, können wir praktisch hier drunter in unsere Leichenhalle. Das heißt, wir können dann noch unterirdisch irgendwann einfach durch Jolon. Ah, hier ist die Kollekte. Hier ist nicht. Alles klar, hier können die Leute dann Geld da lassen.
Wir können dir außerdem mitteilen, dass du diese Verwendung dieser Ländereien zum Subjekt Königer Legislatur geworden bist. Alle Strukturen auf den Ländereien verbleiben im Besitz der Kirche. Alle Ländereien und Gebäude, die nicht tiefer als einen königlichen Sprung und vier königliche Sprungweiten mit dran gehören, laut der uralten Abmachung der königlichen Familie und der Stadt. Durch diesen Briefkasten hast du Zugriff auf die Dienstleistungen der königlichen Schatzkammer. Deine Steuern kannst du ebenfalls auf dem Postweg bezahlen. Ja, danke, Steuern. Schönen Tag noch und denk immer dran, König Joe liebt dich. Boah. Passierschein. Bürger. Puh, also ich merke schon, das wird richtig heftig. Das wird enorm viel, was wir hier noch zu tun haben. Aber ist ja nicht schlimm. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Kirche aufgemacht. Und das heißt, jetzt können wir eigentlich in der Kirche unsere Urkunden verkaufen, wenn ich die gerade einstecken habe. Die Begräbnisurkunden habe ich alle einstecken. Das heißt, die können wir in der Stadt gleich verkaufen. Ist doch eigentlich auch schön. So, kein Grabzaun kann ich keinen gerade machen. Okay, das heißt, ein Grabzaun brauchen wir noch. Beziehungsweise wir können auch erstmal den Steinschneider abwarten, weil ich finde Stein nämlich irgendwie schöner als Holz. Bin ich ganz ehrlich. Dann warten wir lieber noch den Steinschneider ab, bis wir den geregelt bekommen haben. Finde ich an für sich, finde ich Stein viel ansprechender als Holz. Klar, Holz hat auch seine Vorteile, aber Stein finde ich, zumindest für einen Friedhof, sieht's angenehmer aus. Nun würde ich jetzt sagen, bevor die Zeit hergeht, gehen wir nochmal in die Stadt, verkaufen unsere Urkunden. Weil das dürfen wir jetzt. Es hat ja geheißen, wenn die Kirche praktisch offen ist, wieder verkaufen wir unsere Urkunden. Da oben würde ich dann gerne das Zeug reparieren. Das können wir ja auch noch. Eigentlich sollte es noch gehen mit dem wenigen energetischen Energiekrams, den wir haben. Aber ich weiß nicht, ich muss sagen, also ich habe. Das Spiel gefällt mir sehr gut, aber ich habe zumindest zu den Leuten hier nicht so einen Draht wie zu anderen. Also in einem anderen gewissen Spiel, dessen Namen ich nicht erwähne, da habe ich ja die Leute richtig gefeiert und habe mich ja teilweise echt lange mit denen unterhalten, wollte jeden Tag mit denen reden. Wir können tagsüber plaudern, aber nicht jetzt. Aber hier die Leute, ich weiß nicht, sind jetzt nicht so unturned für mich. Oh, guck mal, er hat eine neue Gesprächsoption. Gut, dass du mit einem Schwert umgehen kannst. Grevolz hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier ist ein Bier für dich, geht aufs Haus. Oh, wusste ich gar nicht. Frage nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir darüber etwas sagen? Oh, der Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemandes Schuldes zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofes anbauen? Blaupause, leeres Bild. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Es ist nicht rechtens, dir einfach eine Erlaubnis ohne Zustimmung zu geben, aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Klar, stimmt. Finde einen Stempel, verkaufe Rodrik Fleisch. Er kommt jeden Skorpion, um mit dem Einwohnern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. Gut, wir handeln jetzt. Genau. Den Rest können wir erstmal lassen. So. Können wir denn mit der Dame da oben ein wenig schwatzen? Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat dir das Sagen. Okay, handeln. Ah, die verkauft mir also Rezepte. Ah, so ein Pech, nicht heute. Okay, nicht heute. Ja, bevor wir jetzt viel mit den Leuten noch interagieren, würde ich jetzt einfach mal zurücklaufen. Oder versuchen vielleicht das Grab von der vermeintlichen, wir wissen es ja nicht, Hexe zu reparieren. Denn da oben wurde ja jemand verbrannt und in der Nähe hatten wir ja diesen, ja, relativ kaputten Frieden. Dieses relativ kaputte Grab gefunden.
Und ich weiß nicht, irgendeine Stimme in mir sagt so, Liam, repariere es. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach schön, wenn wir es reparieren würden und deswegen mache ich das jetzt auch. Hier sind auch irgendwelche kaputten Beete. Also wie ihr seht, hier ist einfach mega viel zu machen. Was ist da genau, das da? Ja, dann können wir später auch noch anderes Zeug hin tun. Also Stein oder so. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das tun will. Ich will es einfach. Kennt ihr diese Momente, in denen ihr Dinge einfach wirklich tun wollt? Ihr wisst nicht mehr genau warum, aber es ist einfach euch ein Zwang. Nicht nur ein Zwang, es ist einfach so ein Druck. Glaube, aha. Ja, dafür brauche ich die. Und wie gesagt, wo ich die herbekomme, weiß ich nicht. Geschäft mit dem Glauben. Kraft des Glaubens, Erleuchtung des Glaubens. Alter Finne. Bücher schreiben, Journalist, schreibt. Brauchst du auch das? Die Papierstellen können wir einfach mal. Vor allem hier steht Schweinehautleder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auf Menschenfleisch machen. Oh, das würde ich gerne. Weil mit dem Torf können wir nämlich schöne Beete auf den Gräbern anlegen. Ich glaube, Torf, eine rote Blume und noch irgendwas. Und damit kannst du ein Blumenbeet auf dem Grab pflanzen. Und wenn ein normales Grab schon schön aussieht mit einer Steinumrandung, ist es natürlich mit Blumen noch viel schöner. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, jetzt würde ich aber doch gerne mal hier Lucky machen. Eisenerzlager. Das will ich eigentlich gar nicht, sondern ich will einen Steinschneider. Dafür brauchen wir erstmal die anderen. So, aber das ist kein Problem, denn... Zack, zack, zack. Dankeschön. Die Frage ist... Wir müssen erstmal pennen. Das ist die hauptsächliche Frage. Ne, die Frage ist, ob ich dann das Ding nebendran noch benutzen kann. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Ich fühle mich so erfrischt. Gucken einfach mal. Ja, okay, perfekt. Kann ich hier auch noch vorbeilaufen? Sehr schön. Eisenerz. Okay. Ein Stein. Ein Stein. Grabstein. Steinreparaturkit. Ah, ich kann nur einen Grabstein. Ich kann gar keine Umrandung bisher bauen. Und das ist ja blöd. Naja, egal. Hauptsache erstmal so weit. Dann würde ich nämlich gerade ein, zwei Steinreparatursitze. Warum rede ich immer so schnell? Ich setze mich mal richtig hin. So, vielleicht rede ich dann langsamer. Schon ist der Druck auf dem Bauch weg und man kann besser reden. Nein, eigentlich nicht. Lehm. Nicht beendet. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich Lehm herbekomme. Aber das reicht schon mal. Oh, bin wieder voll, ja? Also nicht so voll, sondern anders. Hä? Hab ich da reingelegt? Das behalte ich aber mal. Holzreparaturset. Und das und das legen wir da rein. Boah, die Kiste ist auch bald voll. Was bist du denn?
sofort mal mich sowas einstecken. Genau. Euch beide hätte ich dann gerne. Wie gesagt, Leben weiß ich gar nicht, wo ich herbekomme. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir müssen ja nicht alles auf... Oh, jetzt muss ich nochmal schlafen gehen. Als wenn es so schlimm wäre, so einen scheiß Stein zu bauen. Hätte ja sein können. Aber ich gucke nochmal kurz unten. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich hier nur Kisten bauen. Alles klar. Und da... Genau, ist das Zeug drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein bisschen was von dem Zeug, was wir gerade gelernt hatten, im Alchemielabor nämlich zimmern müssen. Ich glaube, so das Papier und sowas, das ist alles, sind alles Sachen fürs Labor. Dann können wir ja mal gleich gucken gehen. Und es ist auch Skorpion, das heißt, wir können eigentlich auch mal mit dem Händler reden. Ja, du und dann erfrischt fühlen, ist klar, mein Freund. So, danke sehr. Dann laufen wir mal kurz rüber und stellen zumindest die Grabsteine auf. Die würde mich sehr freuen, wenn ich das machen könnte. Guck, da zum Beispiel, das eine Grab hat nämlich noch gar nichts. Dann würde ich halt, wie gesagt, nach und nach jetzt anfangen, Grabsteine aufzustellen. Ich glaube, der Grabstein ist ein bisschen das, wenn wir mal bei Technologie gucken, bei Theologie. Ha, hier nämlich Steinerne. Aha, hier kommt dann Steinkreuz, der Grabstein Nummer 2. Und eben, ja. Aber dafür brauche ich diesen Glauben. Da bin ich mir echt nicht sicher, wie ich den bekomme. Ich vermute mal, bald wird sich diese Frage klären. Deswegen würde ich vielleicht gar nicht so viele Grabsteine schon bauen, wenn wir eh bald die besseren haben. Kann ich den nicht einfach rausnehmen? Ah, okay. Ah, ich Vollidiot entfernen. So, dann machen wir den weg. Machen da ganze Grabsteine wieder dran und dann zerstören wir den einfach. Den anderen. Weil, pff, wofür denn jetzt? Gucken wir mal. Sonst passt. Dann behalte ich den einen Grabstein einfach mal auf. Reserve, Grabstätte. Genau, und dann hier, seht ihr, brauchen wir Torf und rote Blume. Und ich denke, das Zeug kriegen wir dann auch so langsam, aber sicher. Hier kann ich nur Holzbänke bauen, ne? Ja, genau. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nur Bänke bauen kann. Aha, und da ist der andere wieder, dem wir das Fleisch abluchsen können. Kirchenarbeitstisch, Arbeitstisch normal. Kegelförmige Gefäße, gefertigt an Ofen 2 und Ofen 3. Aha, also bevor wir hier weiterkommen, dauert es noch ein bisschen. Vermute ich. Deswegen würde ich jetzt vielleicht einfach nochmal die Zeit nutzen und zu dem Händler vorlaufen. Den fragen so, hey Brudi, was geht ab? Kannst du uns deinen Garten nutzen lassen? Ja, ich denke, das wäre angemessen. Und dann machen wir es so, dass wir nächste Runde bzw. nächste Folge einfach uns ein bisschen Zeit nehmen, um die ganzen Sachen zu reparieren. Das heißt, da schauen wir dann, dass wir unten zur Schlange kommen. Da schauen wir dann, dass wir die ganzen anderen Bereiche, diese ganzen Hatch, ich glaube, das ist eine Klappe, dass wir die Klappen reparieren. Dass wir einfach im Endeffekt schauen, dass wir so ein bisschen vorankommen. Dass alles so ein bisschen wieder besser aussieht, alles ein bisschen besser machen. Das mit den Grabsteinen lasse ich jetzt, weil da würde ich nämlich lieber auf die Kreuzgrabsteine warten. Ich meine, auch wenn der Glaube für mich persönlich nichts ist und ich damit nichts anfangen kann, wenn die Personen hier in der Stadt eben an solche Sachen glauben, ja, dann sollte man sie das auch lassen und ihnen helfen, in ihrem Glauben Ruhe zu finden. Hallo Dorfbewohner, Ike. Wenn du mir was Silber übrig hast, habe ich tolle Sachen für dich, seltene Sachen. Tut mir leid, aber ich kaufe dir dein Zeug nicht ab, es sei denn, es ist viel wert. Und ich glaube, dass du sowas findest. Ich bin neu hier, alle denken, also ich bin neu hier, alle denken, ich wäre der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt und ich muss dorthin zurückkehren. Das verstehe ich nur zu gut, das hier ist nicht meine Welt. Oh Gott sei Dank, endlich jemand, der mich versteht. Meine Welt ist viel prächtiger, die Paläste der Stadt. Aber ich bin leider nicht adelig, also ruck, meine Münzen hier in dieser Zwiebelkartoffelöl verdienen.
Ja, erstmal über den Garten reden. Rodrik hat mir erlaubt, den Garten in der Kirche zu verwenden. Ich muss mit dir über die Einzelheiten dieser Abmachung sprechen. Oh, den hatte ich ganz vergessen. Ist mir eh nur ein Klasse am Bein. War damals halt billig. Aber das war vor vielen Jahren mit der ganzen Inflation im guten Boden. Das ist jetzt ein hochwertiges Grundstück. Mal sehen, wie wär's mit 10? Ist das Gold? Das ist zu viel. Oh, das ist mir zu viel. Okay, okay, wie wär's mit 5? Zu viel? Ich kann nicht so viel Geld bei mir. Können wir uns auf einen Tauschhandel einigen? Ah, verstehe, du bist ein armer Kerl, der sich mit dem Anbau von Getreide ein wenig Geld verdienen möchte. Wir können uns über deine Pacht unterhalten, aber zeig erstmal, was du als Bauer taugst. Machen wir ein Geschäft. Du lieferst einen Haufen Karotten, Kohl und Rüben und dann bist du ein erstzunehmender Handelspartner für mich und wir treffen uns für eine längerfristige Abmachung, von der wir beide profitieren können. In Ordnung? Abgemacht. Sobald ich meine erste Ernte einfahre, bringe ich sie dir. Neue Aufgabe. Eine kleine Sache noch. Wenn du kurz Zeit hast, hätte ich eine kleine Bitte. Was kann ich für dich tun? Mein Freund und ich lieben gutes Essen, aber seit kurzem habe ich Magenprobleme. Nach einer guten Mahlzeit bekomme ich einen Schluck auf. Das macht mich wahnsinnig. Oh, er ist gar nicht betrunken. Ich habe gedacht, er ist betrunken. Ein Freund von mir hat erzählt, dass Schluck auf Gras helfen kann. Ich glaube, es gibt im Sumpf, aber ich wäre dir dankbar, wenn du mir davon was bringen könntest. Klar, ich halte die Augen offen. Schluck auf Gras. Handeln. Goldverzierung. Brauche ich sowas? Brauche ich sowas? Bist du bekloppt? Was soll der Mist? Ich wollte dir nur bei deinem Schluck aufhelfen. Wie blöd von dir. Ich brauche nur ein wenig Zeit. Das Haiflossensteak heute Morgen war ganz deliziös. Aber mit dem goldenen frittierten Schmetterlingsflügen hat sich der Kohlen übertragen. Sieht aus, als wärst du nach einem hinterhältigen Angriff wieder in Ordnung. Ja, scheint so. Okay, dann gehen wir mal. Okay, also heißt es, wir dürfen jetzt den verwenden, den Garten, müssen aber Zeug anpflanzen und sobald wir Zeug angepflanzt haben und es eingebracht haben, will der, dass wir ihm das Zeug bringen und dann überlegt er sich, ja, was die Pacht angeht. Aber ich sehe gerade unten im Aufnahmefensterchen, dass es schon sehr spät ist und dass wir besser ins Bett sollten. Ja, doch, 30-Minuten-Folge hat sich zurzeit irgendwie so ein bisschen eingependelt. Dafür mache ich ja auch nur alle 2-3 Tage eine Folge. Und gerade ist ja auch die Gamescom, da bin ich eh ein bisschen beschäftigter. Also ich bin jetzt nicht auf der Gamescom, aber ich meine, man guckt sich die ganzen Livestreams an, wenn man dann Zeit hat. Man muss die ganzen Sachen nachlesen oder man möchte die Sachen nachlesen. Und deswegen, wir schauen gerade noch einmal danach. Perfekt, so geh hier. Also können wir Beet mit Stäben, leeres Beet, Kiste, Komposthaufen. Alles klar, das sind dann alles Sachen, die wir auch in der nächsten Folge von Graveyard Keeper ja, anstellen werden. Ich lege mich jetzt aber erstmal ein Mittagsschläfchen, denn nur wenn ich schlafe, speichert das Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen.